Ich dachte, wir gucken uns das Spiel an. Wo ist das Ding? Ich muss hier ganz alleine rumsitzen. Und mir wurden nicht einmal Erfrischungen angeboten. Ich suche das Liebeslied, das ich für Margie Coletti geschrieben habe. Margie Coletti? Die, deren Hornhaut du zerstört hast? Ich habe sie nicht zerstört. Sie trug nur für ein Semester eine Augenklappe. Kein Problem. Guck doch mal bitte in dem Karton nach. Was? Wieso suchst du jetzt danach? Weil sie nicht glaubt, dass ich es geschrieben habe. Und weil sie so zickig war. Oh, du bringst nie etwas zu Ende, ja? Sie hat wohl noch nie mit dir gegessen. Guck da rein! Sind da irgendwelche Kassetten? Ja, ja, hier ist was. Mal sehen. Cheap Trick, Life at Budokan. Spanisch lernen mit Andrea. Und der Magi-Song. Das ist es, das ist es. Na bitte, ich bin rehabilitiert. Test 1, Test 2. Okay, auf geht's. Heute ist der 12. Oktober 1984 und dies ist der Margie-Song von Duck, the Boss, Heffernan. Der Margie-Song. Der Margie-Song. Ein Song für Margie. Margie Girl. My heart's in a... Ich mach mal kurz eine Pause. Aber die Sache wird fortgesetzt. Okay, möglicherweise hat sie doch recht und ich hab's nicht zu Ende geschrieben. Verdammt. Margie Girl, my heart's in a whirl. Tonight. Und dann ging es irgendwie so weiter. Saw you in gym, looking real trim. Tonight. Ich krieg's nicht mehr zusammen, verdammt. Wieso machst du das überhaupt? Weil ich nicht will, dass sie recht hat und ich diesen Song doch nicht geschrieben habe, okay? Wenn du mir helfen willst, hilf mir. Wenn nicht, zieh Leine. Na gut, okay. Aber wenn du diese Nummer da durchziehen willst, sollten wir das Ding da ein bisschen aufdrehen. Was? Was meinst du? Naja, wenn du was aus den 80ern willst, warum drehen wir das Baby nicht auf Synthie-Rock und sehen, was dabei rauskommt? Lass uns das Ding wieder zudrehen. Okay, ich habe zwar schon einige Preise für Karaoke gewonnen, aber wie du meinst. Hey, Doug, hast du mit Margie gesprochen? Ja, ja, hab ich. Und? Wird sie sich von deiner Mom fernhalten? Das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen, Carrie. Sie hängt sie an ihr. Wirklich? Mhm. Das ist doch wirklich unglaublich. Dann soll doch diese verflixte Margie deine Mutter für ihre Liebesdienste bezahlen. Hast du meine Mom gerade eine Hure genommen? Ich muss jetzt los. Ich muss zum Dinner zu meinem Boss. Wir sehen uns dann später. Was macht ihr denn mit dem Keyboard? Da heil der... Doug hilft mir, ein paar Songs zu schreiben für die IPS Angels. Ich bin, ihr musikalischer Leiter. Das bin ich wirklich.